Moin Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video Mustang Generation 5. Heute schauen wir mal, ob die Karre was kann und wo sie ihre Schwachstellen hat. Und nun geben wir mal Feuer. Wir sind auf dem Bau. Wir sitzen hier im 2.8er Ford Mustang. Ein GT V8 mit 224 kW, was so 305, 304, je nach Umrechnungsfaktor, an PS gibt. Die Autos gibt es mittlerweile zwischen 10.000 und 14.000 Euro zu kaufen, würde ich sagen. Und da gibt es eine Menge Fahrspaß mit 300 PS für doch ja relativ kleines Geld. Und es geht nach vorne, wenn man reinlatscht, dann geht da schon was. Da fällt mir sogar die Brille runter vor Schreck. Ha. Die Fahrwerke sind schon vom Mustang, das ist schon nicht so toll in der Höchstgeschwindigkeit teilweise. Das werden sie schon ein bisschen weich, auch finde ich, in der Vorderachse. Ich habe mal einen 217er Shelby gefahren mit irgendwie 750 PS. Der Kasten ging, der war nicht abgesperrt. Der ging weit über 250, bei 275 hatte ich das Gefühl, wir sind jetzt ganz kurz davor, dass wir doch vorne abheben, weil er dann wirklich super, 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 super leicht wird plötzlich auf der Vorderachse und du über jede leichte Kurve ein bisschen froh bist, weil du dann doch wieder ein bisschen mehr Anpressdruck hast. 40, geil, also ich fahre ihn gerne. So. Es ist halt ein relativ günstiges Auto. Er hat neu auch nur etwas über 30.000 Euro gekostet mit dem V8 da drin. Was hast du damals in 2.8, 2.9 für 30.000 Euro bekommen? Dafür gab es dann, ich weiß nicht, welche Golf-Generation da gerade aktuell war, aber ich denke mal, für 30 gab es maximal einen halbwegs vernünftig ausgestatteten Golf. Ohne so viel Leistung, wie wir jetzt hier zur Verfügung haben mit 305 PS. Und das ist dann schon... Dann muss man halt eben auch mit so Kleinigkeiten leben, dass wir hier Plastik überall haben. Das kann denn natürlich nicht so sonderlich hochwertig verarbeitet sein. Aber dafür gibt es eine Menge Spaß. Es ist doch schon wieder ein richtig geiles Coupé. Das hat schon wieder was mit den Ur-Mustangs von 64, 65 angefangen. Das ist, es passt. Ich finde ihn wirklich sehr schön gebaut. Komm her, gucken wir uns das Ganze auch nochmal von hinten an. Sieht auch geil aus. Also ich find's toll. Auch das oldschoolige Design. Ich glaube 69 war das schon, waren diese ungefähr so diese dreiteiligen gewesen. Ja, geiler Auspuff, Doppelauspuff. Kleiner Heckspoiler, ob der nur gebraucht wird oder nicht, das wissen wir immer nicht. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich finde, das gesamte Auto ist super stimmig. Wir gucken mal rein, komm mit. Ganz leicht angedeutete Schalensitze, hat auch einen ganz guten Seitenhalt, finde ich jedenfalls. Und ansonsten alles da, was man braucht. In unserem Falle hier geschalteter Mustang, 5-Gang. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Motorraum an. Kleines Stoßdämpferchen, das sie von alleine hochpoppt, haben wir hier natürlich nicht. Das ist dem damaligen Neupreis garantiert geschuldet. Hier haben wir noch eine schöne Stange, dass die Haube oben bleibt. So, dann komm mal bitte her, dann können wir hier gleich mal gucken. Wichtig ist natürlich auch zu schauen wegen Unfällen, weil ganz viele von den neueren Mustangs sind tatsächlich dann über Litauen und so weiter als Totalschäden von den USA nach Litauen irgendwo in den Ostblock, sind dort günstig repariert worden. Ganz viel dann auch mit Anbauteilen versehen und so weiter, damit man den Unfallschaden wesentlich besser verstecken kann. Also immer schön aufpassen, auch gerade auf Unfallschäden. Wenn hier vorne noch so alles originale Sticker sind, dann sieht das alles schon mal gut aus. Wichtig auch, die Längsträger zu sehen. Hier vorne
den Kühler-Support zu schauen, ob da jemals irgendwas verknickt gewesen ist. Macht hier jetzt nicht so den Eindruck. Das sieht aus, als wenn dieses Auto noch nie einen Unfall gehabt hätte in der Front. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Stelle, wo wir, ich nenne es immer Alubrand, wo das Aluminium anfängt zu korrodieren. Ich weiß nicht, ob die Kamera es auffangen kann, aber ihr seht das auf jeden Fall. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn da Rost wäre, ist aber kein Rost. Das ist dann, wenn das Aluminium korrodiert. So, dann auf jeden Fall einmal den Einfülldeckel aufmachen, gucken, ob hier auch alles schön sauber ist. Es sollte auf jeden Fall Öl kommen und nicht irgendein heller brauner Schlamm. Jetzt hätte ich mir mal einen Lappen einpacken sollen, dass ich mir die Pfoten sauber machen kann hier. Aber wir verreiben das mal und dann geht das auch schon wieder. Fazit, Motorraum auf jeden Fall checken für Leckagen, Unfallschäden checken, ganz, ganz wichtig. Es gibt dann ein Portal, das heißt Carfax. Dort bekommt ihr, wenn ihr die Fahrgestellnummer eingibt von dem Fahrzeug, was ihr kaufen wollt, bekommt ihr den Bericht, ob das Ding schon mal offiziell irgendwo verunfallt gewesen ist. Ihr kriegt da sogar Bilder von dem, wenn es mal verunfallt gewesen ist. Also auf jeden Fall eine tolle Investition. Ich glaube, das kostet mittlerweile für einen Einzelbericht 20, 25 Euro. Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, bevor ihr euch irgendeine krumme Banane kauft. Auch hier sind wir dann fertig. Dann machen wir die Luke mal wieder dicht hier. Wir schauen uns nochmal die Fahrerseite hier an. Und zwar ganz wichtig ist, dass ihr diese Sticker alle noch in dem Fahrzeug findet. Weil dann war hier zumindest auch kein Seitenschaden. Das hätten wir dann. Dann schauen wir uns jetzt mal den Kofferraumbereich an. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass er nicht mal irgendwann einer auf den Arsch gekriegt hat, sprich kein Unfall drin war. Schauen wir mal hier rein. Auf jeden Fall einmal die Kofferraummatte hochnehmen, schauen, Reserveradbereich, ist das alles rund oder ist das alles schon mal verknittert gewesen? Ganz wichtig, auch die Filzteile rechts und links von den Seitenwänden einmal abnehmen, um zu sehen, ob da irgendwas gerade gedengelt worden ist. Dann hatte er einen Unfall. Ist dort alles wunderschön glatt? Passt die Geschichte. So, was ihr auch abnehmen solltet, wäre diese Plastikverkleidung hier hinten, dass ihr einmal schauen könnt, wie die Umrüstung von dem Fahrzeug gemacht worden ist. Ob dort jemand, ich sag mal, einfach nur die losen Enden zusammengeknotet hat oder ob die Verbindungen alle ordentlich verlötet worden sind, wie sieht das gehört. Ja, das auf jeden Fall einmal diese Plastikkappe hier runter und dann seht ihr das. Damit wären wir dann auch mit dem Kofferraumbereich soweit fertig. Denkt bitte dran, checkt mit Carfax, ob die Karre schon mal irgendwo verklatscht war. Dann machen wir jetzt mal Soundcheck, ob der geil ist. Hört mal zu. So, der Sound ist auch gar nicht so schlecht und unser Auto hier hat schon 113.000 Meilen gelaufen, was bummelig 180.000 Kilometer sind und hört sich total top an. Alles wunderbar. Geiler Sound. Mit der Original-Auspuffanlage. So, wir machen uns mal vom Acker hier. So, gleich machen wir auch noch mal einen kleinen Beschleunigungstest mit dem Auto. Da wird dem Lukas seine Kamera ein bisschen wackeln. So, wir sind jetzt im zweiten. Und wir hämmern jetzt mal rein. Geht auf jeden Fall gut nach vorne, das kleine Ding. Ich weiß nicht, wie sehr es gewackelt hat. Da kommt auch schon die Polizei. Gucken, ob sie uns checken wollen hier. Nö. Dann quiekt er schön auf der Hinterachse. Also, es macht schon fest Spaß, das Auto mit seinen 305 PS. Echt toll. Für kleines Geld viel Spaß. So, das war's mit der Kaufberatung Mustang 5. Generation. Falls euch noch was auffällt, was wir vielleicht vergessen haben, schreibt es uns bitte in die Kommentare hinein. Habt ihr einen Mustang und habt Erfahrung damit? Bitte lasst es uns auch wissen. Je mehr wir alle zusammen wissen über ein Auto, desto besser ist es. Sollte euch das Video gefallen haben, dann gerne die Glocke, Like und abonnieren. Dann bekommt ihr mehr von uns geliefert. Und ich mache mir jetzt noch ein bisschen Spaß hier mit dem Mustang und zisch noch ein bisschen um die Ecken.